werden dir jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Im Plänkersaal in Waidhofen fand die Premiere von Dornröschen statt. Die Inszenierung wurde mit viel Spannung erwartet. Umso erleichterter ist man über den guten Start. Für uns ist es heute wieder extrem schön. Und zwar nicht nur, wenn wir wieder auf die Bühne dürfen. Wir haben ja das Stück schon 2020 einstudiert, fix fertig gehabt. Da waren nur mal die Abschlussproben hier im Saal notwendig. Und dann ist Corona gekommen, haben wir alles absagen müssen. Und dass wir das jetzt endlich wieder aufführen können, ist natürlich für uns die Schauspieler, für die ganzen, die Bühnenbilder und so weiter gemacht haben, wieder ein wunderbares Erlebnis und hoffentlich ein wunderbares Gefühl. Wir haben jetzt eigentlich die letzten 2,5 Jahre schon lange darauf gewartet und immer gedacht, wir schaffen das irgendwie, dass wir es hinkriegen, und haben es dann doch immer wieder verschieben müssen, leider, wegen der Corona-Krise eben. Und jetzt sind wir vor der Premiere, jetzt sind wir motiviert. Prinzessin, ich wünsche dir, dass du dich an deinem Die Regie führte Susanne Leonhardt-Berger, die auch selbst eine Hauptrolle spielt. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich bin sehr leidenschaftliche Schauspielerin und Regie war eigentlich noch kein Thema für mich. Und jetzt, wo ich das zweite Mal schon Regie gemacht habe, macht es mir so Spaß. Man kann noch viel mehr Ideen einbringen, mehr Kreativität den Schauspielern herausholen. Und eigentlich könnte ich schon mir das vorstellen, dass ich das öfters mache. Du kennst mich doch. Dich schon. Aber weiß ich denn, was du in deinem Korb hast? Hast. Die Zutaten fürs Frühstück der Herrschaften. Und was, wenn eine Spindel darin liegt? Darin liegt. Eine Spindel? Auch Kinder sind bei den Laiendarstellern dabei. Das Arbeiten mit dem Nachwuchs ist kaum anders als bei Erwachsenen. Es ist so, die Kinder kann man schneller motivieren. Wir haben ja nicht so viele Kinder dabei, aber die 4 oder die 6 Kinder, die dabei sind, sind mit großer Leidenschaft dabei. Und sie sind natürlich unruhiger und lustiger, aber es ist kein Problem, dass man mit den Kindern alle Ziele erreichen kann, die man will. Wie gefällt euch das, in einem Märchen mitzumachen? Mir gefällt es richtig gut, weil ich habe es bei meinem Papa gesehen und der spielt ja auch immer voll gut, deswegen ja. Aha. Was meinst du, was gehört da besonders dazu zum Theaterspiel? Ich finde, es gehört besonders dazu, dass man auf der Bühne sein kann und Spaß hat. Also Spaß ist ganz wichtig. Was gefällt dir an deiner Rolle? Dass wir auch das Umbauteam sind, das macht sehr viel Spaß. Und die Rosenhecke macht auch sehr viel Spaß. Ja, es ist ja schön, so was Schönes sein zu können, gell? Und du, bist du das erste Mal jetzt dabei? Ich bin schon länger dabei und was gefällt dir jetzt besonders gut? Mir gefällt es einfach, dass man mit so viel spielt. Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin eine alte Frau, die hier im Turm wohnt. Auch bei den jüngeren Darstellern gibt es schon echte Bühnenprofis. Ja. Aua! Ja, hast du dir weh getan? Ich glaube, ich habe mich an der Spindel gestoßen. Als Statist habe ich schon manchmal gespielt. Und mir wurde zuerst gesagt, ich spiele den Prinz. Spiele ich auch. Und die Wache ist dann noch dazugekommen. Ich küsse sie, das weckt normalerweise jeden auf. Ich habe auch oft als Statist gespielt. Und dann ist mir gesagt worden, ich spiele einen Knappen, was meine erste Sprechrolle ist. Und eben dann jetzt auch eben die Wache. Wer bist du? Ich bin ein Prinz. Und wer seid ihr? Ich bin eine Prinzessin und heiße Röschen. Röschen. Ich werde dich Dornröschen nennen. Das Beste ist, wenn man das Publikum zum Lachen bringt. Vor allem jetzt, ich bin gespannt auf die Reaktion der Kinder. Wenn die begeistert sind von der Rolle, das ist schon ein gutes Gefühl. Und so das Spielen, ich spiele schon von klein auf, seit der Volksschule. So,
Das war unsere Geschichte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ob Dornröschen erfolgreich wachgeküsst wird, kann man sich noch bis zum 29. Oktober im Plänkersaal ansehen.